Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer meines damaligen Vortrags über Gehirngesundheit am 8. Dezember in Wienenden, Sie haben ja damals gesehen, Gehirngesundheit ist kein Schicksal. Wir haben es in der Hand. Wir haben in der Hand, wie unser Gehirn, wie lange unser Gehirn gut funktioniert, wie unsere geistige Leistung entsprechend sich entwickelt, ob wir diesen Decline haben im späteren Alter oder nicht. Und wir haben Möglichkeiten, die geistige Leistung kurzfristig zu steigern. Und sogar im Bereich der Alzheimer-Demenz habe ich ja aufgezeigt, dass sich diese milde Demenz entsprechend entgegenwirken lässt durch verschiedene Maßnahmen, die die jüngste Forschung uns entsprechend bereitstellt. Und da sind wir schon vielleicht bei der Problematik. Der Vortrag ging 1,5 Stunden lang, war gespickt mit unheimlich vielen Befunden in kurzer Zeit. Und damals war der Wunsch, nochmal in die Befunde reinschauen zu können, die Folien entsprechend nochmal darzustellen. Und ich habe mich jetzt entschieden, diese Folie nicht unkommentiert rauszugeben, sondern ich mache Ihnen jetzt hier einen kleinen kurzen Film nochmal über den Vortrag. Ich hoffe, es gelingt mir, diesen 1,5-stündigen Vortrag hier jetzt in einer Viertelstunde nochmal runterzurattern. Sie können bei den Befunden nochmal dann Pause-Taste drücken, dann nochmal nachsehen, wo können Sie dann nachschauen oder einfach nur nochmal mir zuhören. Das Ganze ist natürlich nachzulesen in Bewegung macht schlau im Büchlein. Und aber trotzdem gehe ich jetzt hier im Filmchen mal los und wir starten nochmal. Ich starte eigentlich jetzt gleich am Anfang mit dem Ende nochmal unsere Strategie und gehe dann einzeln nochmal drauf auf die strategischen Punkte, die das Gehirn gesund machen. Im Gesamtüberblick stellt sich so dar, ein gesundes, widerstandsfähiges Gehirn zu haben, ist die Strategie zunächst mal den Bereich lymphatisches System, das hirneigene Reinigungssystem hochzufahren oder alles zu eliminieren, was da irgendwie dieses System stört. Dann ist eine Strategie, entsprechend die Dichte und das Volumen des Gehirns zu erhöhen, diese Entstehung vermehrt von Synapsen und auch von Neuronen, was nur in dem kleinen Hirnbereich passiert, entsprechend hochzuhalten. Und es hängt eng zusammen mit der Förderung von Wachstumsfaktoren, Maßnahmen, die diese Wachstumsfaktoren entsprechend im Gehirn, die die Grundlage sind von diesem Wachsen oder der Dichte oder des Volumens des Gehirns, entsprechend die Level hochzuschicken. Dann war anderes Prinzip, diese Entzündungsgeschichte, die Entzündung zu reduzieren. Da gehen wir natürlich nochmal auf die fürs Gehirn optimale Ernährungsstückchen ein. Die Hippocampi hat man ja entsprechend, die gilt es, Dopaminnerv zu fluten. Das geht noch zum Schluss dabei. Und ich habe nochmal hier einen kurzen Blick auf die Modell unabhängigen Überraschungen aus den wissenschaftlichen Studien, wo man etwas untersucht hat und es tatsächlich als Überraschung ein Abfallprodukt da rauskam, was uns was bringt, für eine Strategie, ein widerstandsfähiges Gehirn zu haben. Und dann gehe ich nochmal, ich nenne es hier spezielle Strategie für spezielle Probleme in den Bereich der Demenz nochmal rein, zeige auch nochmal kurz, gehe ich ganz kurz nochmal auf das neueste oder das erste wirksame Medikament. Entsprechend ist die Zulassung jetzt in den USA, hatten wir noch mal kurz ein auf diese versteckten Problemstellen der Alzheimer-Demenz. Wir starten noch mal von dieser Strategie raus in die einzelnen Befunde entsprechend rein und wir starten gleich mal mit der Dichte- und Volumenerhöhung. Wenn wir da reingehen, ist der absolute Bringer, um die Dichte und das Volumen unseres Gehirns zu erhöhen, Bewegung. Und das Besondere ist, dass nicht die Bereiche, die bei Bewegung entsprechend involviert sind, wie motorische Bereiche und so weiter, entsprechend an Dichte und Volumen zunehmen. Nein, es ist vor allem unser Stirnhirn. Dort, wo unsere geistigen Leistungen sitzen, dort werden mehr Synapsen reingepackt, mehr, also im Stirnhirn entstehen nicht mehr Neurone, aber in den Hippocampi, die wichtig sind, auch in diesen Behaltenseffekten, dieses Gelernte entsprechend zu überschreiben in den Kortex. Dort entstehen auch neue Neuronen, alles entsprechend Faktor Bewegung. Bewegung ist hierbei die Maßnahme Nummer 1. Bei Bewegung ist auch noch das Besondere, wir haben ja auch noch einen Soforteffekt. Das heißt, vermutlich während wir uns bewegen, aber studienmäßig ganz gesichert, vor allem danach greifen wir bis zu 30 Minuten auf eine erhöhte geistige Leistung zurück. Vokabellernen beispielsweise geht über 20% schneller, wenn wir das während Bewegung entsprechend tun oder uns danach entsprechend bewegen. Das heißt, diese Effekte sind abgesichert. Wir haben einen Soforteffekt. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was besonders stark reagiert auf diesen Soforteffekt.
Das sind diese exekutiven Funktionen, bisher unglücklicher Begriff. Das sind unsere mentalen Prozesse, die schulischen, beruflichen Erfolg machen. Hierbei spricht man, je nachdem, von Selbstdisziplin oder Selbstregulation als übergeordnete Fähigkeit. Das ist wichtig für den Belohnungsaufschub, um sich zu regulieren, entsprechend gegen Störreize, trotzdem bei der Arbeit dabei zu bleiben. Wir haben als Unterpunkte, wenn man mit dem ganzen System jetzt ins Labor reingeht, noch Subtypen, Arbeitsgedächtnis, inhibitorische Fähigkeiten und eine Art Kreativität, kognitive Flexibilität. Nochmal ganz kurz, Arbeitsgedächtnis im Unterschied zum Kurzzeitgedächtnis, wo man sich nur etwas merken muss, zum Beispiel eine Nummer 202312 oder so, geht es darum, mit dem Gemerkten, sozusagen mit dem verfügbaren Operationen anzustellen, eine Idee drüber zu entwickeln oder praktisch vielleicht, Sie brauchen ja Arbeitsgedächtnis, um nur diese Nummer jetzt nur rückwärts entsprechend zu lösen oder plus 1 jeder Ziffer entsprechend zu addieren und so weiter. Das macht das Arbeitsgedächtnis. Und das Arbeitsgedächtnis ist beispielsweise Grundlage für mathematische und sprachliche Leistungen. Das heißt, um Beispiel zu verstehen, was ich momentan sage, müssen Sie das in Zusammenhang setzen, was ich zuvor gesagt habe, um zu verstehen, was ich hier labere. Und das macht das Arbeitsgedächtnis. Inhibitorische Fähigkeiten hier wichtig, um professionell zu bleiben im Beruf, auch in der Schule. Das heißt, wenn ich trotzdem wütend bin, ärgerlich und bleibe ich in dieser Rolle, bleibe professionell, ist nachweislich eine Komponente beruflichen Erfolges und kognitive Flexibilität geht es, Strategien entsprechend zu wechseln, wenn die nicht mehr funktionieren oder die richtige Strategie angemessen auszuwählen, eine Art Kreativität entsprechend zu zeigen. Dieses System dieser exekutiven Funktion wird gepusht über Bemegung und verhältnismäßig stark. Es gibt keine andere Maßnahme, die diese exekutiven Funktionen stärker in der Effektstärke und im Wirkungsspektrum entsprechend fördert. Nur als Beispiel, wie stark diese exekutiven Funktionen sind, diese Selbstregulation im Kindesalter beispielsweise sagt voraus, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir im späteren Leben mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Oder wie gesund wir sind und mit wie wohl wir uns fühlen, das bestimmt alles, dieses kleine Dingchen da der Selbstregulation. Und diese Bewegung zeigt sich dann letztendlich auch, dieser Effekt auf die geistigen Leistungen in der Schule. Kinder, die sich mehr bewegen, zeigen im statistischen Schnitt die besseren Noten. Das Ganze wird auch in den Reviews entsprechend deutlich dargestellt. Auch was ich jetzt rauslese, ist, im Erwachsenenalter geht es genauso. Man hat im schwedischen Militär Eingangstest genommen. Die mussten so einen Fitnesstest machen, die Probanden. Und man hatte im Nachhinein mal nachgesehen, was haben denn die alles erreicht, welche akademischen Grade, welchen beruflichen Erfolg. Man hat festgestellt, die damals fitter waren im Fitnesstest, waren diejenigen, die eigentlich eine bessere oder höhere Ausbildungsniveau entsprechend im späteren Leben erreicht haben. Und bei älteren Erwachsenen gilt es auch, diese Bewegung ist auch hier der absolute Faktor. Es gibt eine Fundlage, die zeigt, je größer der Querschnitt der Oberschenkelmuskulatur von Senioren ist, desto mehr haben die oben in der Birne, desto höher ist denen ihre geistige Leistung. Das heißt, der Umfang sportlicher Tätigkeiten korreliert positiv mit der kognitiven Leistungsfähigkeit. Genauso umgekehrt kann man sagen, was passiert, wenn wir uns gar nicht bewegen. Hier hat man Erfahrung jetzt aus den ISS-Rückkehrern aus dem Weltraum und da zeigt sich, das Gehirn schrumpft dann tatsächlich. Astronauten, die lang unterwegs waren, Autoren argumentieren oft über die Schwerelosigkeit. Man kann auch sagen, dass nicht mal die Stützmuskulatur entsprechend arbeiten muss. Da passiert wenig. Und jetzt ist natürlich die Riesenfrage, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn wir uns bewegen, haben wir akut die hohen geistigen Leistungen und wenn wir uns viel bewegen, bekommen wir mehr davon. Was hat sich die Natur dabei nur gedacht? Und im Kern müssen wir da weit zurückgehen. Das heißt, unser Gehirn hat das letzte Update vor 30.000 Jahren bekommen. Natürlich können wir Computer bedienen, Auto fahren, Rasenmäherroboter entsprechend programmieren, aber die Architektur, wie die Botenstoffe miteinander interagieren, wie die einzelnen Moleküle aufgebaut sind, wie die Grundverschaltung des Gehirns sind, das Ganze ist aufgrund der langsamen Generationsfolge des Menschen 30.000 Jahre alt. Und vor 30.000 Jahren war die Welt natürlich sehr viel anders. Das heißt, wir haben ein Gehirn, das evolutionär stammesgeschichtlich optimiert wurde für eine Welt vor 30.000 Jahren. Und vor 30.000 Jahren, da waren die Menschen, wenn sie sich nicht bewegt haben, irgendwo im Unterschlupf waren sicher, aber sind, sobald die rausgegangen sind, und wir waren ja Jäger und Sammler, dann musste man sich
oder müssten die höchsten abstrakten Leistungen unserer Vorfahren entsprechend abgerufen werden. Und wer da nicht fit war in der Birne, da macht's schnapp, zack, Säbelzahntiger, und die Gene konnten nicht mehr weitergegeben werden. Wer jetzt irgendwie unterwegs war auf der Jagd und ist da gemütlich und Inhibition weg, ach, der Raschens wird nicht so schlimm sein, zack, schnapp, Gene waren weg. Genauso was da, wer auf der, nachdem er Bären gesammelt hatte, beispielsweise dann nicht mehr die Wege genau wusste, die Orientierung verloren hat, in mit jeder Sekunde in dieser feindlichen Umwelt, zack, schnapp, weg, die Gene konnten nicht mehr weitergegeben werden. Das heißt, wir tragen in uns die Gene unserer Vorfahren, die damals wirklich die höchsten abstrakten Leistungen erfolgreich vollziehen konnten im Kopf. Und das heißt, wenn wir uns heute bewegen, aktivieren wir ein 30.000 Jahre altes Signal, das sagt, hey, sei hier wachsam, merk dir entsprechend alles, nimm die angemessenste Strategie, du brauchst die Notsituation entsprechend kreativ sein, das sichert hier das Überleben. Jetzt gehen wir mal nochmal, was eng damit zusammenhängt mit diesem Volumenwachstum, in die maximalen Level von Wachstumsfaktoren. Die kriegt man natürlich ganz klar über Bewegung. Ich habe es ja schon dargestellt. Jetzt gehen wir nochmal auf die Wachstumsfaktoren ganz, ganz kurz ein. Bewegung ist die Maßnahme, die die höchsten Level dieser Wachstumsfaktoren fürs Gehirn hochschickt. Das haben wir euch gerade erklärt, wieso das sehr wahrscheinlich ist. Und es sind die Biegespannung beispielsweise der Knochen, die Aktivität der Muskulatur, das dafür sorgt, dass bestimmte Stoffe entsprechend rausgeschickt werden, im Gehirn landen und dort eine Bildung von Synapsen und auch die Bildung der also die Initiierung von Neuroplastizitätsprozessen und auch entsprechend in den Bereichen, wo neue Neuronen entstehen können, die entsprechend wachsen lassen. Und ohne diese Stoffe passiert da gar nichts. Das heißt, man kann auch diese klassische korrelierte Aktivität dranhängen. Ohne beispielsweise BDNF, ohne diesen Stoff passiert nichts. Und wenn wir uns bewegen, dann messen wir die höchsten Level entsprechender Wachstumsprozesse für unser Gehirn und es lässt unser Gehirn gesund werden, widerstandsfähig werden. Und je mehr natürlich da oben reingepackt ist, desto von einem höheren Level geht es natürlich nach unten, wenn mal irgendwo was schief geht. Und das macht entsprechend deutlich was aus. Jetzt die Frage, wie soll ich mich bewegen? Meine Empfehlung ist, bedienen wir die Stammesgeschichte. Wenn wir uns anschauen, wir sind Jäger und Sammler. Das heißt, es geht vor allem um Fortbewegung bei Bewegung. Beispielsweise können Sie sich vorstellen, wenn man auf der Rückbank eines Autos sitzt und das Auto steht 4 Stunden am Parkplatz oder das Auto bewegt sich entsprechend runter, dem Brenner, man fährt dem Mittelmeer entgegen. Für den Körper genau dieselbe Beanspruchung, aber für den Geist ein Riesenunterschied. Das heißt, wenn wir Fortbewegung wahrnehmen, gehe ich davon aus, dass deutlich mehr Prozesse entsprechend in Gang gesetzt werden, die die Wachstumsprozesse fördern. Das heißt, schauen, dass sie tatsächlich nicht im Keller auf dem Fahrradergometer stupide sitzen, sondern tatsächlich rausgehen, diese Fortbewegung wahrnehmen. Jetzt dazu gleich noch mehr. Wir sind Jäger- und Sammlerorganismus in dem Sinn, dass wir die Neuartigkeit aufsuchen. Deswegen verspüren wir beispielsweise die Langeweile, wenn nichts passiert. Und das heißt, die Neuartigkeit empfehle ich entsprechend auch bei der Bewegung reinzubauen. Nicht mehr immer dasselbe, nicht mehr schauen, wie viele Übungen sind es noch, sondern entsprechend immer wieder nicht dieselbe Joggingstrecke und im schlimmsten Fall nur am Stadion entsprechend Runden laufen, sondern Berge hoch vielleicht laufen, dann ins Tal entsprechend runterschauen, dass man es geschafft hat, stolz sein. Die Befunde bringe ich jetzt nicht. Die Placebo-Studien, können Sie vielleicht noch erinnern vom Vortrag, das alles entsprechend feiern, für Neuartigkeit und unerwartet in der Bewegung immer wieder sorgen. Dann genauso, gemeinsam ist auf jeden Fall gut. Wir waren ja in der Gruppengröße vor 30.000 Jahren zu so 60 bis 100 Personen entsprechend unterwegs. Und das Gemeinsame ist entsprechend, wird belohnt durch Opioide im Gehirn. Und es wird auf jeden Fall gut sein für Ihre geistige Leistung, auch miteinander sich zu bewegen. Genauso geht es darum, entsprechend unerwartete Handlungserlebnisse vor allem im Team zu schaffen. Das heißt, wenn gemeinsam was Unerwartetes passiert ist, war das vor 30.000 Jahren oder ist er heute noch der absolute Burner. Man kann sich an diese Episode im Leben lang erinnern. Entsprechendes Gehirn geht da auf Hochleistungstour, wenn unerwartete Handlungsergebnisse gemeinsam geschafft werden. Früher war es der Überlebensvorteil, vielleicht wenn man ein großes Tier zusammen erlegt hatte und so weiter, dass das Überleben dann gesichert hat. Dann empfehle ich Ihnen, hier habe ich noch die Folie vom Kollegen Manfred Spitzer. Zusammengefasst, bewegen Sie sich draußen im Grünen, hilft Ihnen die Resilienz entsprechend zu fördern. Das heißt, Stresshormone gehen runter und seelische Gesundheit wird nachweislich gefördert.
Dann bewegen sie sich mit Enkelkindern, wenn sie welche haben. Ich gehe nicht mehr ganz auf die Theorie ein, aber ich sage nur schnell, es ist wieder der Burner fürs Gehirn, für die Wachstumsprozesse. Hier ist der Säbelzahntiger, die gilt dagegen zu schützen. Und da sagt unser Gehirn, hey, wir sind mit Enkeln da unterwegs, die müssen wir schützen. Also geistige Leistung entsprechend hochfahren, ist sehr, sehr gesund, wie man im Vortrag gesehen hat. Dann, wo kann man uns bewegen? Überall kann man sich entsprechend erholen. Wichtig ist, die Bewegung soll Spaß bereiten, immer wieder Neuartiges machen. Da gibt es tausende Formen, sich entsprechend diese Wachstumsfaktoren zu holen. Wichtiger Praxistipp meiner Ansicht nach ist, lohnt sich die Tätigkeit oder nicht, immer schauen, wie fühlen Sie sich danach. Eine Bergtour kann unheimlich anstrengend sein, aber wenn ich dann abends auf der Berghütte auf 2000 Meter entsprechend liege, fühlt es sich trotzdem gut an, obwohl der ganze Körper wehtut, dann war es gut für Sie. Wenn Sie dieses Gefühl nicht haben, wechseln Sie die Bewegungsform. Dann bewegen Sie sich am besten draußen, vor allem in den Wintermonaten jetzt, vielleicht ohne diese Lichtschutzfaktor, Gesichtscreme. Es ist wichtig für den Schlaf und der Schlaf ist wahnsinnig wichtig, auch im Rahmen der Alzheimer'schen Erkrankung, die Schlafregulation. Gehen wir nochmal ganz schnell auf die Gehirnwäsche, die nächtliche ein, oder zuvor noch kurz die Schlafspindeln hier. Also zunächst als Motivationsstufe, Lernen passiert über einen Überschreibungsprozess. Nochmal ganz kurz, es sind eine Art Gewitter im Kopf und diese Anzahl der Gewitter bestimmt beispielsweise in Laborstudien die Behaltenseffekt. Und diese Schlafspindeln treten in der Regel in den letzten beiden Stunden des natürlichen Aufwachens, des natürlichen Schlafens auf. Das heißt, am besten ausschlafen, wenn die Möglichkeit besteht. Und wir hatten ja das Problem, dass wir leere Eulen sind. Das heißt, vor 30.000 Jahren galt es, das Lager entsprechend zu bewachen. Deswegen tragen wir unterschiedliche Schlafrhythmen in uns. Die einen gehen früh ins Bett, stehen früh auf. Die hatten damals die späte Wache und entsprechend umgekehrt. Man ist lang wach und schläft dafür lieber aus. Das sind diejenigen, die die erste Wache in der Regel übernommen hatten. Und heutzutage müssen wir überall früh raus. Das heißt, die Lehren sind im deutlichen Vorteil, was sich auch in bestimmten Leistungsmessungen entsprechend ergeben hat. Aber wenn Sie die Chance haben, schlafen Sie entsprechend aus. Aber was viel wichtiger ist, ist das lymphatische System. Wir haben ein hirneigenes Reinigungssystem und das vor allem fährt es im Schlaf auf Hochtouren. Im Schlaf verkleinern sich bestimmte Zellen im Gehirn und die machen sozusagen den Weg frei, dass man dann richtig durchspülen, richtig durchkerchern kann. Alle metabolischen Abfallprozesse des Tages im Gehirn werden da rausgespült. Auch die Amyloidablagerung, die in der Alzheimer'schen Demenz diesen Initialfaktor entsprechend haben, dieser Demenzsymptome. Das heißt, Schlaf, schauen Sie, dass Sie diesen normalen Schlafrhythmus entsprechend bekommen. Ihre Gehirngesundheit wird es Ihnen danken. Ich gehe jetzt mal ganz kurz schnell, warm jetzt hier stehen, auf die Alzheimer'sche Demenz ein, weil das einfach die häufigste Form ist. Es gibt noch die vaskuläre, frontotemporale Demenz und so weiter. Aber ich möchte nur ganz kurz ein schematisches Bildchen hier geben. Natürlich ist ganz klar, Alzheimer-Demenz, ich habe es ja die ganze Zeit über Bewegung gehabt, kam natürlich jetzt auch entsprechend in den Studien an. Bewegung ist hier vor allem bei milden Symptomen entsprechend ein Mittel der Wahl. Und dieser Prozess, die Vorstellung hier ist natürlich ganz vereinfacht und sicherlich falsch in der Einfachheit entsprechend dargestellt. Aber man geht von einer großen Kaskade aus und möchte Ihnen nur mal die Initialkaskade entsprechend stehen. Dieses Amyloid, man kann sich das als kleine Teilchen, die da verklumpen, vorstellen. Das passiert noch außerhalb der Zelle. Die entstehen normalerweise immer. Und dieses lymphatische System schafft die entsprechend raus, vor allem dann im Schlaf. Und wenn dieses lymphatische System nicht ganz sauber arbeiten kann oder irgendwie misst man auf jeden Fall bei der Alzheimer'schen Demenz eine unverhältnismäßig starke Anhäufung dieses Amyloids oder es ist ein bisschen mehr, aber es häuft sich mit der Zeit an. Das heißt, dieses Rausschaffen und dieses Entstehen ist nicht mehr im Gleichgewicht und dieses Amyloid häuft sich immer mehr an. Das schränkt die Nervenzellfunktion mit der Zeit ein und dann gehen die Nervenzellen vor allem in den Hippocampus entsprechend unter. Und dann misst man dieses in Jahre später in der Abfolge entsprechend diese Tau-Proteine, die Hinweise sind auf tatsächlich abgestorbene Nervenzellen. Und
Jetzt ist natürlich die Frage, für eine Gehirngesundheit ideal ist, dieses lymphatische System entsprechend zu fördern. Das tut natürlich auch Ihrem Gehirn extrem gut und da haben wir schon eine schöne Befundlage. Zumindest zu sagen, alles, was schlecht ist fürs lymphatische System, habe ich hier. Wir hatten Bewegung natürlich abgehandelt. Übergewicht hängt eng miteinander zusammen. Bluthochdruck entsprechend schnell behandeln lassen. Genauso, wer lange depressive Erkrankungen hatten, hatten deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken. Das heißt, depressive Phasen früh behandeln lassen. An was man selten denkt, Hörverlust. Hörverlust sofort behandeln lassen, wenn der entsprechend entsteht, sofort bekämpfen, Hörgerät durchchecken lassen. Es ist möglicherweise die soziale Isolation, die da diese Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer'schen Demenz zu erkranken erhöht. Diabetes ist ein Faktor und natürlich, das hat man gemessen, niederes Bildungsniveau und Kopfverletzungen sind natürlich nie gut für ihr Gehirn. Die Strategie jetzt, die ich Ihnen darstellen würde, auch für die Alzheimer'sche Erkrankung, sind es alles, was jetzt gut tut, was Überraschungen sind, auch denke ich für Sie, damals, die tatsächlich gar nicht so irgendwo in den Lehrbüchern drin zu sehen sind. Die erste Überraschung ist, Streiten. Also nörgelnde Partnerin oder Partner ist gut für ihr Gehirn, vielleicht für die Ehe nicht ganz so toll, aber im Prinzip geht es darum, die Autoren wollten messen und haben gemeint, dass die harmonische Beziehung ideal ist für die Gehirngesundheit, aber es sieht wohl anders aus. Die nörgelnden Paare sind länger geistig fit. Es liegt wahrscheinlich an die immer wieder eingeforderte Schlagfertigkeit. Also ist ein kleiner Trost, wenn es daheim öfters mal kracht, ist es wenigstens gesund fürs Gehirn. Dann hat man noch ganz kurz was ist das Ideale zu essen? Die Walnüsse. Die Walnüsse sind ein Bringer für die geistige Leistung. Es ist unklar, an was es liegt. Andere Nüsse sind auch gut, aber die Walnüsse schlagen alles. Omega-3 kann es nicht sein. Dazu kommen wir später noch ein Stückchen, weil dann hätten andere Dinge auch einen Effekt. Essen Sie Walnüsse, wenn Sie sie vertragen. Dann kümmern Sie sich um Ihre Zahngesundheit. Die Anzahl der gesunden Zähne korreliert positiv mit der geistigen Leistung im Alter. Das heißt, wahrscheinlich diskutiert werden Entzündungsprozesse, die hochsteigen können, tatsächlich ins Gehirn. Der Paranoiaerreger beispielsweise wird postmortem im Gehirn gemessen. Das heißt, Entzündungen im Mundraum sind nicht gut für die Gehirngesundheit. Dann schauen Sie, dass Sie viel Probiotika erwischen. Der Darm und das Gehirn sind eng miteinander verbunden und die Darmbakterienvielfalt hat Einfluss auf unsere geistigen Leistungen, auch auf unsere seelische Gesundheit und bestimmt sogar die Begeisterungsfähigkeit von Kindern beispielsweise. Dann, ich mache es ganz schnell, in der Alzheimer'schen Erkrankung sieht man auch jetzt, wir sind 2021 bei Funde recht frisch, aber tatsächlich Probiotika hat Effekte bei milden kognitiven Symptomen. Jetzt gehe ich noch auf diese Autophagie ein. Wir haben ein nerveneigenes Recycling-System. Dafür gab es auch vor 2016 den Nobelpreis für den Herrn, der dieses entdeckt hat und erforscht hat. Und man kann sagen, dass die Zelle kann angehalten werden, diese metabolischen Abfallprozesse nicht nur wegzuspülen, sondern die entsprechend wiederzuverwerten, wieder zusammenzubauen. Und Sie können natürlich vorstellen, je mehr da wieder recycelt wird, desto mehr, weniger stört irgendwo in den Zwischenräumen im Gehirn. Und das heißt, das Gehirn wird gesünder. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schiebt man dieses körpereigene Recycling-System hoch? Und da zeigt sich zum Beispiel Fasten auf jeden Fall eine Zeit lang, also ein paar Stunden nichts essen. Das heißt, oder strenge Kalorienreduktion beispielsweise in Tierstudien. Humanstudien mussten da leider abgebrochen werden, aber so ein Drittel Kalorienreduktion schickt dieses System entsprechend auf Vordermann. Aber so drastisch muss man nicht vorgehen, weil es gibt einen Stoff, ich habe hier die Befundlage dazu, Spermidin. Dieser Stoff, den wir durch die normale Nahrung eigentlich in der Regel, wenn wir uns gesund ernähren, gut, also er steckt in Pilzen, Weizenkeim und so weiter, in Erbsen beispielsweise drin, den wir eigentlich aufnehmen. Und dieser Stoff schickt dieses Autophagiesystem, also dieses Recycling-System, auf Vordermann. Das heißt, wenn wir uns da ernähren, dann haben wir Effekte auf unsere Gehirngesundheit, positive Effekte und auch positive Effekte auf die milde Form, also der Alzheimer'schen Demenz. Entzündung reduzieren war ein anderer Teil der Strategie.
Hierbei geht es vor allem um das Omega-6, Omega-3-Gleichgewicht, Omega-3 ist eher entzündungshemmend, Omega-6 entzündungsfördernd. Beides ist wichtig, sonst würden zum Beispiel Wunden gar nicht heilen, wenn wir keine Entzündungsprozesse hätten. Aber Omega-6 bekommen wir durch die Nahrung eigentlich die ganze Zeit um die Ohren gewedelt. Aber Omega-3, klassische Olivenöl, beispielsweise mediterrane Ernährung, also die mediterrane von früher, nicht unbedingt die Nudeln und Pastas von heute, aber im Prinzip das ist entzündungshemmend und ja, Alzheimer-Erkrankung ist ein Entzündungsprozess. Wir hatten ja vorhin schon, es sind problematische Prozesse im Gehirn, entzündungshemmend und das Gleichgewicht entsprechend zu fördern. Und da ist natürlich der Fischkonsum auch der ganz große Bringer. Und das ist mittlerweile in den Wissenschaften, in der medizinischen Forschung sogar nachgewiesen worden. Hier haben wir auch wieder zwei 21er Befunde von diesem Jahr. Wer sich hier Omega-3-reich ernährt, zeigen Reviews, dass sich sogar die Hippocampi vergrößern und im Bereich des Stirnhirns Volumenzunahmen sind insgesamt im Kortex und mal weniger solche Entzündungsprozesse im Gehirn misst. Also heißt, man macht überhaupt nichts falsch, wenn man Omega-3 entsprechend viel auf dem Ernährungsplan hat. Dann empfehle ich, schauen Sie an Ihre Vitamin D-Level. Also es ist schwer im Winter, dieses genügend aufgrund des Sonnenstandes und der großen Luftschicht, wo da die Strahlung entsprechend durch muss, entsprechend Vitamin D genug zu bekommen. Deswegen, es ist ein Hype-Thema, sage ich mal, strittig. Aber wenn man sagt, supplementiert, natürlich eine Rückfrage immer mit Arzt oder die Levels messen lassen. Aber Vitamin D hängt zusammen mit Demenz. Das heißt, diese Levels sollten immer oben sein. Wer supplementiert, natürlich, Achtung, es ist fettlösig. Das heißt, am besten direkt in der Lachs reindrücken, in das Lachsbrot, die Tablette und entsprechend Magnesium braucht man in den metabolischen Veränderungsprozessen. Der Bedarf ist ein bisschen höher, das vielleicht da ich mit dazu nehmen. Aber natürlich immer mit Apotheker und Arzt abklären. Aber Vitamin D-Level sollten oben sein, fördert die Gehirngesundheit, bekämpft die Alzheimer'sche Demenz. Dann Kaffee kann man nichts falsch machen, sogar nur Gutes. Das heißt natürlich nicht 22 Tassen am Tag, aber in der Regel zeigt sich hier auch ein Effekt auf diesen kognitiven Decline im Alter auf diesen geistigen Abfall. Kaffee bremst das Ganze ein bisschen. So, und jetzt kommen wir langsam, jetzt bin ich glaube über der Viertelstunde schon drüber, deutlich. Jetzt kommen wir noch ganz kurz schnell in Ausflug in die Insulinresistenzgeschichte. Hierbei geht es darum, die Nervenzelle kann nur zwei Dinge verbrennen als Nährstoff, die Glucose, also diese Zuckermoleküle. Dann kann es natürlich passieren, wie in jeder Zelle, dass dieser Bereich resistent wird hier und die Nervenzelle diesen Energie, diese Glucose nicht mehr verwenden werden kann und da reagieren. Also die Befundlage ist total strittig, aber man würde den Effekt, wenn es daran liegt, gleich merken. Wenn man umstellt auf eine ketogene Ernährung, also über Fette, heißt es, da kriegen manche Nervenzellen dann wieder Brennstoff und arbeiten wieder. Das heißt, wer über milde kognitive Symptome klagt, kann mal probieren, Kokosöl, ich habe selber noch nicht ausprobiert, soll hier ketogen so in Reimform sein, mal auszuprobieren. Wenn man dann merkt, diese Symptome lassen nach, dann liegt es tatsächlich daran, da kriegen die Zellen wieder entsprechend ihren Brennstoff. Dann haben wir noch Abklärung versteckter Problemstellen in aller Schnelligkeit. Geistige Leistungsfähigkeit kann auch an anderen Dingen, durch andere Dinge in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich möchte es hier nur kurz darstellen. Lassen Sie es entsprechend abklären vom Arzt. Das heißt, kardiopulmonal, Herz, Lunge, wenn da irgendwas ist, hängt mit der Sauerstoffversorgung des Gehirns zusammen. Abklären lassen, Nieren- und Lebererkrankungen aufgrund der Vergiftungsentscheidung wirkt natürlich auch aufs Gehirn. Dann haben wir Flüssigkeitsmangel, vor allem im Sommer. Depression hatten wir ja vorher, Alkoholmissbrauch brauchen wir nicht sprechen. Schilddrüsenunterfunktion wirkt sich auch auf die geistige Leistung entsprechend aus. Es kann auch ein Vitaminmangel entsprechend sein. Hier haben wir B1, B6, B12 stehen im Verdacht, wenn man die entsprechend dann supplementiert und sich das Ganze dann die Symptome entsprechend verschwinden, dann war es natürlich das. Aber hier heißt, das entsprechend abklären lassen, wenn man das Gefühl hat, die geistige Leistung ist nicht hundertprozentig da über einen längeren Zeitraum hinweg. Jetzt noch eine Beck'sche Empfehlung, was keine experimentelle Basis irgendwo hat.
die Hippocampi zu entsprechend dopaminerg zu pushen. Die Alzheimer'sche Erkrankung entsteht oder man diese Amyloid-Rückstände und diesen Untergang der Nervenzelle in den, da haben wir zwei davon, in den beiden Hippocampi, die haben so seepferdchenförmige Struktur, die ist vor allem für die Überschreibung von Gedächtniseinheiten wichtig und für so das kurzzeitige Behalten, gerade diese ein Kern dieser exekutiven Funktion. Und wir haben ein System, das ist das Dopaminsystem, das liegt im Mittelhirn, und dieses Dopaminsystem innerviert, also das heißt, die Axone gehen rein in die Hippocampi und lösen dort Neuroplastizitätsprozesse aus. Das heißt, diese Hippocampi-Strukturen müssen dann lernen, müssen arbeiten für das, was sie eigentlich gemacht sind. Und der absolute Bringer eines Dopaminbursts, wo unheimlich viel Dopamin in diesen, also überhaupt in Stirnhirn, überall in diesen Gehirnbereich kommt, aber vor allem auch die Hippocampi entsprechend pusht, sind überraschende Handlungserfolge. Das heißt, wenn uns etwas unerwartet Gutes passiert und wir das als Verursacher wahrnehmen, dass wir der Verursacher sind, dann gibt es eine riesen Dopaminausschüttung, die führt zur Aktivierung des Motivationssystems und so weiter. Eine große Kaskade kann man in dem Buch hier Bewegung macht Schau alles nachlesen. Ich fasse jetzt hier 500 Befunde auf einmal ganz kurz zusammen, aber im Kern kann man sagen, schauen Sie, dass Sie unerwartete, überraschende Handlungserfolge in Ihr Leben bringen, dass das Leben spannend bleibt, dass widmen Sie sich Ihrem Hobby entsprechend rein, wechseln Sie Tätigkeiten, wenn das öde ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, es klingt natürlich einfach, aber schauen Sie, dass Sie alles mit Spannung haben, viel Neuartiges entdecken. Das hält diese Hirnregion fit. Und das heißt, wenn dann mal Probleme irgendwo auftreten, neurodegenerativ in diesem Bereich, dann ist da deutlich mehr Struktur vorhanden und es dauert umso länger, entsprechend, bis Symptome entsprechend auftreten. Gut, noch ganz kurz zum Mutmacher, wenn man dann tatsächlich sind die Studien mittlerweile auch da, die zeigen, wenn man an mehreren Bereichen der Lebensweisen arbeitet, wenn man sich bewegt, wenn man Ernährung entsprechend umstellt und so weiter, dann passiert tatsächlich was, dann lassen sich milde Demenzsymptome entsprechend umkehren. Und das ist mittlerweile auch medizinisch nachgewiesen. Die Fingerstudie hier noch von 2015, wer kann das anschauen, das wird immer jedes Jahr veröffentlicht, die werden immer noch beobachtet entsprechend. Die Sachen, möchte Mut machen, sind nimmer so schwarz gemalt, wie das noch vor 10 Jahren war mit diesen Demenzsyndromen. Das heißt, Sie haben es in der Hand. Lebensstil hat Effekte, hat enorme Effekte, nicht nur produktiver Art, sondern auch entsprechend, um milde Symptome umzukehren. Und jetzt noch ganz kurz, mittlerweile, das ist jetzt Stand hier 2021, es gibt etwas, ein Medikament, das erste, das diese Amyloid-Plaques, von denen ich es vorher hatte, entsprechend eliminiert. Es waren strittige Befunde, es war auch nicht ganz klar, von der Dosis gab es Unterschiede im Zulassungsverfahren. Dann ist es strittig, ob es tatsächlich kognitive Veränderungen überhaupt gab. Aber dieses Medikament hat die Zulassung momentan. Das heißt, die nächsten Jahre bleiben unheimlich spannend. Bisher hatte man nur an den Syndrom entsprechend rummachen können. Jetzt hat man in diesem Kern was gefunden, dass diesen Kernbereich tatsächlich der Pathologie betrifft. Amyloid wird vernichtet und es bleibt auf jeden Fall spannend und viel Hoffnung ist momentan in den letzten Jahren dann entstanden in diesem Bereich, dass es tatsächlich jetzt vorwärts geht. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten jetzt diese Kurz-Kurz-Kurz-Zusammenfassung, dieses Durchrasen durch die Befunde nochmal verwenden. Was besser ist, als wenn ich das Ihnen hinklatsche. Ich wollte es einfach nochmal ein Stückchen kommentieren, dass diese Befunde nicht so für sich allein stehen. Und natürlich alles ist nachzulesen in Bewegung macht schlau. Da ist noch viel mehr drin. Motivation, wie unser Gehirn lernt, wie man schneller lernt, wie man besser Tricks macht, auch sportlich lernt, kognitiv lernt und so weiter. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen fit zu bleiben. Und viel Spaß im spannenden Leben. Ciao!